Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute muss ich wieder den Zeigefinger erheben, und zwar den warnenden Zeigefinger. Wir haben das an dieser Stelle schon öfters mal besprochen, aber ich kann es nicht oft genug wiederholen. Finger weg vor Naked Calls bei Aktienoptionen. Aktuelles Beispiel jetzt hier im Video. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan des Verkaufes von sogenannten nackten Optionen, das heißt ohne Absicherung. Ne? Ich habe für mich einfach herausgefunden, dass wenn man das Positionsgrößenmanagement macht, wenn man sich die Märkte anschaut und wenn man einfach seine Risikoparameter wie die Volatilität etc. im Auge hat, dass man durchaus auch nackte Optionen, nicht nur durchaus, sondern dass man auf jeden Fall nackte Optionen verkaufen kann. Wir machen das im Future-Bereich, wir machen das im Aktienbereich, aber es gibt eben eine Einschränkung. Und diese Einschränkung ist, verkaufe keine Naked Calls auf Aktien. Und ein ganz aktuelles Beispiel zeigt wieder, warum diese Warnung so wichtig ist. Übrigens, wer mal ganz, ganz alte Sachen von uns findet, ne? Da haben wir das damals auch noch gemacht, und wir sind eben auch im Laufe der Jahre, als Händler entwickelt man sich natürlich weiter, sind wir dann auch drauf gekommen, dass das, was wir vielleicht vor 5 Jahren gemacht haben, gar nicht so gut war. Und deswegen vermeiden wir es jetzt wirklich ganz extrem und weisen auch immer darauf wieder hin. Was war jetzt aber das Ereignis, was passierte? Ihr wisst es alle, ihr habt es vielleicht gelesen, die Firma Amazon übernimmt Whole Foods Market. Ne? Whole Foods Market, eine Bio-Supermarktkette in den USA. Und an einem Freitag kam jetzt also die Meldung, dass Amazon diese Firma kauft, ich glaube für 13 Milliarden Dollar. Und diese Aktie ist daraufhin roundabout 30% nach oben gesprungen. Im Chart sah das Ganze dann so hier aus. Ihr könnt euch das anschauen. Und ich glaube, dass die Aktie war vorher so im Bereich um roundabout 33 Dollar und sprang eben dann auf 42 Dollar nach oben. Und das war's dann. So. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn aus einer Option geworden? Und wir haben ja eine Optionssoftware, OptionView, mit der wir das Ganze, naja, nicht backtesten, aber wir können uns einfach historische Optionspreise anschauen. Und deswegen seht ihr mal hier in diesem zweiten Bild, seht ihr Folgendes. Und zwar, ich habe einfach mal folgende Annahme getroffen. Am Donnerstag zuvor, also am Abend zuvor, hätten wir auf diese Aktie, die ja, wie ihr im Chart gesehen habt, in einem Abwärtstrend war, hätten wir ganz einfach Calls verkauft, und zwar an der ersten Standardabweichung, also so wie wir das genauso mit den Puts machen. Erste Standardabweichung, und ich habe einfach mal die nächsten zwei Standardverfälle genommen. Ne? Also einmal den Juli, einmal den August, damit man so eine Mischung auch ein bisschen zwischen den Laufzeiten hat. Und ihr seht es hier in diesem Bild, dass man also ungefähr so bei dem einen Call hat man etwa 30 Dollar eingenommen, bei dem anderen hätte man ungefähr 76 Dollar eingenommen. So, das sind, ihr seht auch die Strikes, also deutlich unterhalb des späteren Übernahmepreises, den aber natürlich zu diesem Zeitpunkt noch keiner kennen konnte. So, jetzt kommt diese Meldung am Freitag während des Börsenhandels. Die Aktie, oder ich glaube, es kam, glaube ich, sogar vor der Börseneröffnung noch, die Aktie explodiert dann nach oben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn aus diesen Optionen geworden? Und wie ihr hier in diesem Bild seht, das ist jetzt also der Freitag zum Börsenschluss. Und das sah zur Eröffnung sogar noch ein bisschen schlechter aus wegen der Volatilität. Da seht ihr hier, dass diese Optionen also jetzt mittlerweile alle im Geld sind. Das Delta ist jetzt 100. Und diese Optionen sind teilweise mehrere hundert, teilweise 2000, 2500% angestiegen. Sprich, wenn du hier vorher mit diesen beiden Optionen ungefähr 100 Dollar eingenommen hast, bist du jetzt bei 1500 Dollar gesamt im Minus. Ne? Also 1400 Dollar Verlust gemacht. Das bedeutet natürlich, sowas holst du nicht so schnell raus. Und wenn du dir mal überlegst, was wolltest du mit diesen Aktien verdienen oder mit diesen Aktienoptionen, ne? Wenn du bei 50% zurückkaufst, so wie wir das machen, nimmst 100 Dollar ein, willst 50 Dollar verdienen und jetzt liegst du 1500 hinten, das holst du mit vielen, vielen Trades nicht mehr raus. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, das gehört halt einfach dazu, das ist Pech, ne? Und man sollte trotzdem so adjustieren, weil ich habe auch gelesen, manche hatten Puts geschrieben, haben dann Calls hinterher geschrieben, haben sich dann gewundert. Und ich sage, nein, das ist kein Pech, sondern das ist einfach das Nichtbeachten des Risikos beim Verkauf von nackten Call-Optionen. Weil wir müssen uns immer Folgendes überlegen. Wenn du Calls verkaufst
Und dann kommt es zu so einem Gap nach oben. Und warum kommt es denn zu einem Gap? Es gibt immer nur zwei Gründe, warum es zu einem Gap kommen kann. Nummer eins, die Earnings. Das könnte man ausschließen, indem man sagt, okay, Earnings bin ich nicht drin. Ne? Also, dass das Unternehmen irgendwie was meldet und sagt, okay, es sind besonders gute Zahlen, das kannst du ausschließen. Du bist einfach bei Earnings nicht dabei, bist raus, okay. Es gab natürlich aber auch so eine Situation bei Alibaba beispielsweise, wo man mittendrin ohne Earnings einfach mal der Chef gesagt hat, hey, es schaut super aus bei uns und die Aktie sprang auch richtig nach oben. So, aber wodurch kommt also so eine Übernahme in der Regel zustande? Nein, nicht das Gap, ich habe es schon vorweggenommen. Wodurch kommt das Gap zustande? Natürlich durch Übernahmen. Ne? Wir haben das letztens so häufig gesehen. LinkedIn wird von Microsoft übernommen. Keurig wird von der Familie Reimann übernommen, dieser Kaffeehersteller. Und immer wieder kommt es zu riesigen Gaps nach oben, 20-30%. Und dann bist du einfach tot. Und zwar aus zwei Gründen bist du tot. Nummer eins, man würde ja meinen, dass bei so einem Anstieg die Volatilität ansteigen, dass man dann irgendwie rollen kann. Ne? Aber du kannst eben nicht mehr rollen, weil erstens die Volatilität ist weg. Es ist keinerlei Volatilität mehr da. An dem Beispiel jetzt Amazon Whole Foods. Wenn Amazon sagt, wir bezahlen $42 Cash für diese Aktie, was soll denn da noch passieren? Jedem ist klar, was jetzt passiert. Amazon geht her, legt $42 pro Aktie auf den Tisch, die Aktie wird verschwinden, das war's. So. Das heißt also, es gibt keinerlei Unsicherheit mehr an dieser Aktie und damit auch keinerlei implizite Volatilität. Das heißt, die implizite Volatilität kollabiert jetzt hier, die ist weg. Und das ist natürlich schon mal schlecht, wenn du rollen wolltest, du hast vorher eine Volatilität und jetzt hast du plötzlich gar keine mehr. Ne? Also die ist raus. Erster Nachteil. Zweiter Nachteil, du hast auch keinen Zeitwert mehr, weil du könntest ja jetzt sagen, naja gut, dann rolle ich doch wenigstens, du hattest hier von mir aus einen 38er Call, jetzt rolle ich wenigstens doch so ein bisschen in den Zeiten nach hinten, um noch etwas einzunehmen. Aber auch das wird nicht passieren oder auch da, das funktioniert nicht. Warum? Weil es auch hier eben keine Unsicherheit mehr gibt. Und wenn du dir mal die Optionspreise jetzt anschaust, ihr könnt hergehen, die Übernahme soll zum 31.12.2017 passieren, also zum Ende des Jahres. Dann werdet ihr sehen, dass die Call-Optionen, die im Geld sind, nehmen wir mal einen 38er, egal wie lang die Laufzeit ist, nahezu alle das gleiche kosten. Ne? Die kosten den inneren Wert und das war's dann. Da gibt es keinerlei Aufschlag mehr. Warum? Oder ihr könnt auch keine Puts mehr darauf verkaufen oder so. Weil es gibt auch keinen Zeitwert jetzt hier mehr, weil es ja so vollkommen klar ist, das mag jetzt wieder akademisch nicht 100% korrekt sein, aber guckt euch die Preise an, dann wisst ihr, was ich meine. Es gibt einfach keine Möglichkeit mehr zu rollen. Das heißt, ihr habt euch der Möglichkeit beraubt, die ihr sonst im Optionshandel habt, nämlich zu adjustieren. Bei einem Put ist das was ganz anderes. Wenn ein Put fällt, also eine Aktie fällt einfach, ne? Von mir ist auch mit einem großen Gap, passiert auch mal hin und wieder. Was passiert dann? Aktie fällt, Volatilität hoch. Das heißt, es wird einfacher für euch zu handeln. Und zweitens, ihr könnt nach hinten rollen. Ne? Ihr könnt immer weiter rollen, Einzige Ausnahme wäre, die Aktie fällt komplett auf Null. Aber das ist ja in der Regel dann auch nicht der Fall. Also mir ist noch nie passiert, dass eine Aktie von heute auf morgen nach unten gapt und bei Null ist. Ich weiß nicht, wenn ihr so ein Beispiel findet, schreibt mir das mal rein. Aber ich glaube, das ist noch nie passiert. Aber das heißt, ihr seid dann zumindest noch in der Lage, etwas zu tun. Ne? Ihr könnt noch etwas machen, wo ihr eben bei dem Call wirklich am Ende seid. Ihr könnt nichts mehr machen. Ihr könnt weder einen Put dagegen schreiben und damit nochmal Geld verdienen. Ihr könnt keine Calls mehr rollen, weil es da auch nichts mehr gibt. Das heißt, es ist Ende. Ihr müsst diesen Verlust hinnehmen und dieser Verlust kann euch eben wirklich die Performance von vielen, vielen Wochen und Monaten kaputt machen. Und deswegen lasst diesen Quatsch mit dem Verkauf von Naked Calls. Ich sage jetzt bewusst hier mal Quatsch. Ich weiß, zum Beispiel die Tasty Trader machen das alle, viele anderen machen es auch. Aber warum funktioniert das bei denen und warum funktioniert es bei euch nicht? Ganz einfach. Nehmen wir mal das Beispiel Tasty Trade, weil was sagen die denn immer? Trade small, trade often. Jetzt verstehen wir aber unter often, also häufig, etwas ganz anderes als die. Ich habe euch mal dieses Interview hier gezeigt von Tom Sosnoff, was er an Traders gegeben hat. Und da hat er gesagt, er hat 800 verschiedene Positionen. Ob das nun jetzt stimmt oder ob das ins Reich der Fabeln gehört, das wissen wir nicht. Aber wenn das funktionieren soll, also dass du auch mal so einen Gap und damit so einen Riesenverlust ausgleichen kannst, dann musst du permanent immer 50, 60, 70 verschiedene Positionen im Markt haben. Wenn du aber wie die meisten eben im
5 Positionen im Markt hast, 6 Positionen im Markt hast, ne, dann bedeutet das, du musst wirklich eine ewig lange Zeit, vielleicht ein Jahr lang wieder traden, um den Verlust rauszuholen. Und weil dann ist der einzelne Verlust, den du hier machst, dieses Beispiel $1,400, eben viel zu groß für das, was du machst. Hast du ein 200.000 Euro Konto und machst immer nur $50 Trades und hast eben 100 Stück gleichzeitig, ne, dann kann sowas passieren, dann spielt das keine Rolle. Aber für die meisten Retail-Trader, so wie du, so wie ich, funktioniert das nicht. Deswegen, erhobener Zeigefinger, lass die Finger vom Verkauf von nackten Call-Optionen bei Aktien. Bei Futures ist das eine ganz andere Geschichte. Ne? Es gibt keine Übernahme, Gold wird nicht übernommen, Weizen wird nicht übernommen, Erdöl nicht. Da könnt ihr das machen, aber macht das bitte nicht bei Aktienoptionen. So, wen es betroffen hat, was ihr daraus gelernt habt, ob ihr selber sowas schon mal erlebt habt, schreibt mir das in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.